und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles Kapitel 4 von Age of War. Ja, auch wenn ich befürchte, dass wir vom Kapitel nicht so viel mitbekommen. Aber lassen wir uns mal noch überraschen. Guti, ich habe so ein bisschen was ohne euch vorbereitet. Zum einen haben wir jetzt einen männlichen Fighter Stufe 3. Dem dürfen wir aber nicht den Helm abnehmen. Aber einmal zum Zeigen. Ja. Schnell den Helm wieder auf. Huiuiui. Wir haben eine Taskmeisterin. Und die hat gerade eine Taskmasterin ausgebildet. Wodurch der ganze Spaß hier nämlich noch mal ein bisschen schneller geht. Was sehr schön ist. Bisher auch alles Nordheimer. Ja, ansonsten waren da nur Zauberer, Stufe 1, Stufe 2. Und ich war jetzt auch nicht so oft da drüben gucken. Ich glaube zwei, drei Mal. Ich habe mich mehr darauf fokussiert. Naja, fokussiert. Ich habe nebenbei ein bisschen Serie geguckt. Und einfach immer nur Mats aufgefüllt. Und wo wir beim Thema sind, ich würde jetzt gerne zumindest mal hier vorne die Front versuchen, in den Asia-Baustoffen zu bauen, einfach damit ich oder wir uns mal ein Bild machen können, wie es denn aussehen könnte. Und dafür reißen wir das hier erstmal wieder ab. Aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwas anderes abreiße. Das soll ja ab und zu schon mal vorgekommen sein. Sagen Gerüchte. So. Noch mal eine Wand. Gut, hier machen Fenster keinen Sinn. Können wir hier jetzt mal... Das ist das Fenster? Nee. Fenster? Oh. Ich habe beim letzten Mal gesagt, die haben alles bei Asia. Die haben keine Fenster. What's up? Okay. Weird. Ein bisschen komisch. Aber gut. Na, kommt schon. Finde ich jetzt schon wieder... Kann ich den da hin machen? Nee, ne? Sehe schon cool aus. Glaube ich. Türe. Türe, wer sieht die Türe? Da. So. Dann... Schrägdach, Ecke. Achso. Da müssen noch die Fenster hin, die keine sind. Da habe ich vorher extra noch geguckt. Naja. Die Dinger gehen ja auch. Oh, hier haben wir hier mit dem Zeug. Das ist auch cool. Hier würde ich über die Fenster machen. So. Was haben wir hier? Mit Deckenlicht. Oh. Cool. Ja, Moment, den wollte ich ja gar nicht. Ich wollte jetzt den haben. Können
dann. Mal gleich mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt wieder eine Ecke. Bitte drehen Sie sich. Hallo? Ecke, dreh dich. Vielleicht nicht überall, ne? Aber da, wo so die Feuerstelle sitzt. Und irgendwo musste der Rauch ja abziehen, ne? Ups. So, Ecke, gehst du jetzt dahin? Wieso kann ich denn die Ecke nicht drehen? Jetzt will sie gar nicht mehr. Jetzt muss ich wieder darauf kraxeln. Menu. Zu. Mal gucken, ob wir jetzt das. Da, ich krieg's nicht gedreht. Es dreht sich nicht. Hallo. Was soll denn das? Ich sehe gar nicht drauf. Hä? Ich verstehe nicht. Bin mir gerade. Ist mir gerade ein Rätsel. Warum ich. Was soll denn das? Oh, krieg ich gleich wieder einen Nervenzusammenbruch. Ja, ich glaube, ich muss dann erstmal reloggen, damit sich das Fenster drehen lässt. Das Dach. Aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Es gibt ja wieder keine normalen Treppen. Doch, da. Aber die sehen sowieso nicht so ralle aus. Okay, lass uns erstmal gucken, wie das. Okay. Jetzt müssen wir aber eigentlich auch mal eben. Foundations testen. Lege ich den jetzt mal bitte da rein? So, danke. Ja. Finde ich eigentlich auch gut. What the fuck? Oh. Wow. Jetzt los. Upsi. Dann können wir uns auch nochmal die Treppe angucken. Ja, die ist irgendwie nichtssagend, würde ich sagen. Wie sehen die denn von oben aus? Ja, muss
ich natürlich wieder darauf achten, wie sie liegen. Aber ich glaube, da würde ich die Foundations nehmen. Das ist gar nicht mal schlecht. So. Müssen wir natürlich einmal die Mauern ausprobieren. Gebogene Mauer. Invertierte Mauer. Tor. Pass auf. Reißen wir erstmal das Tor da wieder ab. Ja, ist aber wieder Wetterchen, ne? Was muss ich das wieder da hinkriegen? Okay, von hier will er mal wieder nicht. Ach komm schon, danke. Dann nehme ich die Tür, das Tor. Okay. Säule. Tür. Verstärkte Mauer, Rundmauer. Ach, die sitzt an... Nee, Moment, die kann noch auf der Foundation sitzen. Sitzt sie denn dann richtig? Da komme ich ja nicht hin. Hä? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich kann nicht ans Tor ran setzen? Hey? Was ist das schon wieder für eine Logik? Ich komme nicht näher ans Tor ran. Warum sitzt der überhaupt? So, ne? Dann. Was ist der da noch? Ja, ich weiß, eine invertierte Ecke. Aber ich habe keine anderen. Da muss ich mich aber nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr reinfriemeln. Ich sehe die Bretterrichtung nicht. Ah. So. Jetzt wieder das Tor. Wo hat er wieder? Da. Steht das so richtig? Nö. Das passt doch gar nicht. Hä?
kriege ich denn da jetzt so eine invertierte Ecke hin? Nö. Ich sag mal, wie das ist, ne? Im Moment bin ich wenig begeistert. Von dem. Im Moment habe ich jetzt. Ist das richtig so? Weiß ich nicht. Jetzt kriegt er wieder keinen Turm mehr rein, oder? Wie soll denn das funktionieren? Hä? Nehmen wir die nochmal weg. Setzen wir hier auch nochmal Foundations. Oder? Die Tore, ne? So. Müssen die doch so rum. Der Schräge nach innen? Echt? Weil so rum geht ja nicht. Da habe ich eine Lücke im Tor. Hä? Oder muss ich so? Vielleicht? Ich kann nie erkennen. Hä? Wann steht die denn? Die dreht sich nicht so, ne? Mit der geraden Seite nach hinten kann das sein? Habe ich zumindest den Eindruck. Als würde... Jetzt bin ich wieder nicht da drauf. Das ist unglaublich. Oh. Ne, dreht sie sich nicht. Wenn ich jetzt die... So... Vielleicht. Dass das Tor so ein bisschen zurücksteht. Was haben gefummelt sie hier, du? Oh. So? Ah. So? Ja. Aber bringt mir auch nichts. Ich meine, ja, geht, aber so wollte ich das ja eigentlich nicht. Jetzt müsste ich die alle wieder einen vorziehen. Okay. Wenn ich den drehe.
so, ne? Das ist auch eine schwere Geburt hier. Sag ja mal, wie das ist. Warte mal. Können wir jetzt noch ein Tor leisten? Ja. So, der muss jetzt wieder nach hinten. Das weg. Jetzt wieder er hier. Ist das so richtig? Sieht gut aus. So, so. So, Schwein, jetzt mal bitte nicht nerven. Ja. Den haben wir weg. Kann man machen, würde ich sagen. Wie kann ich den davon noch bauen? Zwei. Juhu. Obwohl, wir müssen ja noch eine Foundation setzen, also wahrscheinlich noch einen. Hat hier noch eine Foundation? Nein, eigentlich nicht. Geformtes Holz. Okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man machen. Ich meine, ist jetzt im Vergleich zu Sandstein, ne? Da ist alles besser, finde ich. Denn da eigentlich was dran? Nehmen wir einfach mal hier Sandstein. Oh ja. Das ist zumindest schon mal gut. Ich muss mal kurz was trinken, kleinen Moment. Entschuldigung, aber wow. Da hat man hier so mich richtig verschluckt. Wahrscheinlich bei dem Gedanken an die Baukosten. Oder so. Auf jeden Fall. Wir können dann jeder wieder dran snappen. Das finde ich jetzt allerdings gut. Haben wir noch Bretter? Ein paar. Aber ich würde eigentlich... Das mit dem Holz ist natürlich schon wieder... Hey, hey, hey. Du hast einiges durch. Auf mehr läuft gar nicht. Huch. Das ist ein teurer Spaß. Naja. It is what it is, ne? Ach, ist nur eine Umgewöhnung jetzt von gehärteten Ziegel auf das Zeug. Ich würde aber
kann ich. Die Unterreihe. Da draus lassen. Einfach so als Foundation. So, jetzt lag der Body natürlich gleich wieder zusammen. Es war schön mit dir. So, das haben wir eben überlegt. Dann will er nicht. Toll. Krieg ich nicht. Er dreht sich jetzt nicht zur Seite. Ja, machen wir so, ne? Kommen Sie bitte nach hier oben. Hallo. Ich habe doch heute. Läuft mit dem Bauen. Warte, jetzt Quatsch. Muss ich jetzt die Tür wieder abreißen oder die Treppe? Was stört jetzt wieder? Alles. Oh. War nicht mein Ernst. Jetzt dreht er sich nicht mehr da. Wahr sein. Okay. Das ist eine schwierige Geburt. Jetzt geht der wieder nicht. Weil der da unten wieder falsch andersrum sitzt. Wahnsinn. Den muss ich auch wegnehmen. Spannend. Lass die Hütte wieder weg. Der geht wieder nicht. Traumhaft. Egal. Der geht. Den kann ich wieder nicht drehen. Der geht wieder nicht. So kann man sich natürlich auch beschäftigen, ne? Ich sehe nichts. Na, der geht wieder nicht. Somit muss ich den untersten hier noch wieder abreißen. So. Wände. Da hatte ich ein Fenster, glaube ich. Ne, da. Jetzt falsch rum? Ja. So. Jetzt haben wir hier wieder Gitterwandfenster. So. So. Hier noch ein Fenster. Ich glaube nicht, ne?
Kriege ich da jetzt so ein Ding noch? Ach, kann ich mir nicht mehr leisten. Es wird wieder Holz. Oh Gott. Warte, ganz wichtig. Bevor ich das vergesse. Stellen wir erstmal wieder unser Bettchen hier hin. Jo. Ja gut, hier fällt jetzt ein Dach. Ist halt so. Sehen wir eh nicht. Wenn wir von da gucken. Oh, ich habe keine Treppe. Upsi. Hab ich vergessen. Kann ich mir noch eine Treppe leisten? Ah, mache ich gleich. Schwer zu sehen, so, ne? Hup. Hier unten mit den Foundations muss ich mir noch angucken. Ob ich die vordere Front mit dem Arena lasse oder ob ich da auch noch die drunter mache. Oder was ganz anderes, mal sehen. Die Aesir-Treppen werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Die gefallen mir null. Aber wenn ich das natürlich jetzt mit den Foundations, also die da, mit denen austausche, muss ich mal gucken, ob mir die Treppen dann noch gefallen. Die sind sowieso eine ganz andere Holzfarbe, ne? Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Schmiede so lasse oder ob ich die auch längs mache. Dass wir ein bisschen besseren Blick auf unser Haupthaus kriegen. Im Moment stört mich dieses ganze Sandsteingedöns hier so sehr. Aber ich kann mir die Matzen nicht immer zaubern. Also, ja, kann ich, aber will ich nicht. Warum läuft denn das nicht? Ah, Dingen sind alle. Ah, die laufen auch noch. Ah, nehmen wir die schon mal wieder raus. Ah, eigentlich erstmal genügend, oder? Ja, würde ich sagen. Können jetzt gleich die Ziegel in die Öfen, solange weiß ich zumindest, wo sie sind. So, die Steine da wieder rein, die wieder raus. So, die Eisenverstärkung noch weg. Kesselflicker Werkbank werden wir uns heute noch nicht bauen. Ich würde aber ganz gerne, wenn ich denn kann, kann ich nicht 6 Stahlbarren. 4 Stahlbarren fehlen noch. Dann nehmen wir 10. Können wir auch mal reparieren.
Ich würde jetzt noch mal einmal rübergehen. Gucken, ob was Neues, Gutes an Salz da ist. Und wir nehmen dazu mal unseren kleinen Kämpfer hier mit. Muss ja nicht die ganze Arbeit alleine machen. Warte, der braucht noch was zu essen. Ja, komm, ich nehme erstmal die Hälfte von meinem. Muss ich mich später drum kümmern. So, pass auf. Wollten Sie mir? Wie sieht es denn überhaupt hier aus? Oh. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, ne? Hm. Ich mach mal dann. So, drei Pünktchen haben wir noch. Machen wir so. Ich wollte ja ein bisschen weniger auf oder war ein bisschen so ein mit einem Stärkebild rumspielen. War zumindest mal der Ursprungsgedanke. So. Eben nach den blöden Wölfen gucken. Mützenmann. Ah. Der Wolf kommt auch, ne? Natürlich. Achso, der geht auf dich. Das ist okay. Haben wir denn mal? Kann mir nicht sehen. Weiter, Stufe 2. So, warte, warte mal. Ihr sollt ja nicht alle hauen. Ah, so rum. Oh. Oh Gott, ich bin fast tot. Halt durch, Junge. Genau. Oh, eine Tänzer, Stufe 3. Dich will ich. Wer muss hin? Nein, ich hab sie durch den Boden gehauen. Oh, du. Sie ist eine Hexe. Wir müssen sie verbrennen. Aua! Mädchen. Mach mir doch nicht so schwer. Blamier mich doch. Oh Gott, ich bin tot. Das lief irgendwie ohne Begleiter besser. Kann das sein? Oh Mann. Nein! Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein. Kommen Sie. Oh, nee. Er ist tot. Na, egal. Und der hier rein? Komm, Dumbo. Ah, ich da. Bello, ey. Sag mir deinen Namen, er heißt Wolf. Ochse. Sollen wir ihn retten? Ich rette ihn. Ich versuche ihn zu retten. Huch, ich bin aus Versehen da reingelaufen. Mal gucken, ob blöd man noch lebt. Oh, Mensch.
Warte. Hier, komm. Macht keinen Sinn, dich mitzunehmen. Ich muss dich erst leveln. Vielleicht brauchst du eine bessere Rüstung. Ja. Gib's dazu, die ist nicht so pralle. Dass dieser blöde Elite-Wolf da jetzt eine Etage umgezogen ist, ist natürlich auch nicht so toll. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Ach, die sind jetzt respawned. Ah, nein. Verdammt. Ja, wir machen den lieber wieder auf die nicht ganz so mutige Art. Vorzugsweise einzeln. Die will ich. Die wilde. Die wilde Hilde da. Taskmaster. Oh, ein Blacksmith. Warte. Stufe 3. Los, haut ab. Du? Egal. Tschüss. Ja, Stufe 3 ist ja nun besser als Stufe 1, ne? Habe ich gehört. Was war da? Die Tänzerin habe ich eben mitgenommen, ne? Ist jetzt am Anfang eh alles Kanonenfutter. Und es ist dunkel hier. Ja. Wenn die beiden sich hier erstmal im Kreis drehen. Was lacht da drüben jetzt noch? Nichts Besonderes mehr, ne? Naja, ist egal. Ich werde mich jetzt, während die Folge gleich rendert für morgen, noch ein bisschen ums Holz und so kümmern. Dass wir jetzt immer so nach und nach, keine Ahnung, 10, 20, 30 Strukturen austauschen. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen wieder was ohne euch mache, wenn ich mich irgendwo auf Twitch oder Netflix oder sonst irgendwo rumtreibe. Dann kann man das mal schön nebenbei machen und dann ist das nicht ganz so langweilig. So, da ist unsere hübsche junge Dame aus dem Norden, unsere Schildmaid. Und ich würde sagen, war heute mal wieder sehr ruhig. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen durch die Gegend ziehen. Auch unseren Strahl ein bisschen leveln gemeinsam. So den Anfang und dann mache ich dann hinterher wieder den Rest. Vielleicht laufen wir gemeinsam Richtung Schlund oder so. Mal sehen. Entscheide ich ja immer ganz spontan in Conan. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.